Bauchnabeln. Hallo, guten Tag. In Venezuela sind zurzeit mutige Menschen auf der Straße, die sich einsetzen für Demokratie und gegen die Unterdrückung in ihrem Land. Und die haben unsere Unterstützung. Und wir wollen heute hier in der Europäischen Union eine geschlossene Linie finden, wie wir uns weiter verhalten werden. Wir haben angekündigt, dass wir den amtierenden Parlamentspräsidenten Juan Guaido als denjenigen anerkennen, der sich dafür einsetzt, die verfassungsmäßige Ordnung in Venezuela wiederherzustellen. Und wenn Maduro nicht bereit ist, Neuwahlen anzusetzen, dann haben wir uns vorbehalten, und auch darüber werden wir heute hier reden mit allen europäischen Partnern, Guaido anzuerkennen als Interimspräsident zur Durchführung von Neuwahlen in Venezuela. Und heute geht es darum, dass die Europäische Union dazu eine geschlossene Haltung findet. Sie haben ja die Fristgesetze, können Sie die denn einhalten? Also das war ja die Rede von einer Woche. Die läuft ja theoretisch schon. Die ist am Wochenende zu Ende. Deshalb ist es gut, dass wir uns heute hier treffen, um das weitere Verfahren abzustimmen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auf der Basis des EU-Statements von Federica Mogherini auch die Zeit nach Ablauf dieser Frist gemeinsam beschreiten. Sie gründen ja heute eine Iran-Zweckgesellschaft. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das Ölgeschäft wieder in Gang bringt, beziehungsweise am Ende der Iran-Deal wirklich gerettet werden kann? Zunächst mal machen wir deutlich, dass wir nicht nur darüber gesprochen haben, dass wir das Atomabkommen mit dem Iran am Leben erhalten wollen, sondern wir schaffen jetzt eine Möglichkeit, über die auch Geschäfte abgewickelt werden können. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass auch wir unseren Verpflichtungen gerecht werden, die wir dort eingegangen sind, um auf der anderen Seite vom Iran weiter einfordern zu können, dass er eben nicht in die militärische Uraneinreicherung einsteigt. Das ist wichtig gewesen. Es ist auch wichtig gewesen, dass wir das in Absprache mit unseren europäischen Partnern getan haben. Deshalb bin ich froh, dass das jetzt gelungen ist. Und das ist ein Schritt, der deutlich macht, dass wir auch innerhalb der Europäischen Union, auch wenn andere anderer Auffassung sind, geschlossen und entschlossen unseren Weg gehen. Danke.